Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu RCCD Stöpsel. Heute über VRC Pro mit dem nächsten Wochenevent und mit den nächsten Wochenevents. Wir haben ja jetzt drei am Stück. Wir hier mit der Carpet 3 Spec einzutieren Tourenwagen. Und da haben wir hier wieder ein super Starterfeld beieinander. Und wir haben diesmal auch eine kleine Überraschung mit dabei. Aber die sehen wir Ende des Laufes. Dafür schauen wir aber auch erstmal hinein, wer denn alles am Start ist. Wir haben hier gerade im Bild den Michael Bolt mit einem Intercept. Dann haben wir Mirko Salmi mit einem. Oha, mit einem TCX. Ist Mirko hier unterwegs? Dann haben wir Yasunaka mit einem X-Ray. Dimitri Butria mit einem Intercept am Start. Meine Wenigkeit mit einem Intercept ebenfalls hier unterwegs. Dann haben wir Florent wieder mit dabei mit einem Intercept. Yama mit einem Kyosho am Start. Sean Perry neu hier mit in den Top 10. Mit einem X-Ray ist er hier unterwegs. Und dann haben wir Bruno mit dabei mit einem Intercept. A. Takashita mit einem X-Ray unterwegs. Schauen wir mal ein bisschen hier bei Mirko. Die Hälfte der Fahrzeit ist auch schon um. 2:30 noch zu fahren. Ohne L4 da sogar von Mirko. Schauen wir mal hier einfach mal bei Michael Bolt. Momentane Reihenfolge: Michael Bolt auf der 1, vor Mirko Salmi, Yasunaka auf 3, meine Wendigkeit auf der 4, Dimitri Butria auf 5, Bono auf 6. Dann haben wir Takashita auf 7, Yamayama auf 8, Florent auf 9 und Perry auf der 10. 1:15 noch zu fahren, 1:15 noch. Dann würde ich sagen, schauen wir mal auf die schnellsten Rennrunden. Denn wir haben nur noch 1 Minute auf die Uhr. 1 Minute to go, 1 Minute left. Michael Bolt 10.958. Mirko 10.924. Yasunaka 10.994. Dimitri 11.042. Meine Wenigkeit 11.012. Bruno 10.966. Takashita 11.086. Florent 11052, Yamayama 11102 und Perry an der 11098 als schnellste Rennrunde. Und wir haben jetzt noch 20 Sekunden auf die Uhr, 20 seconds to go, 20 seconds left. Momentan auf der 1 Michael Bolt vor Mirko Salmi und Yasunaka. Abstand zwischen Platz 1 und 2 0,9. So, letzte Runde. Naka fertig. Dimitri fertig. Ich fertig. Bruno fertig. Apung Takashika fertig. Florent fertig. Yama fertig. Perry fertig.
alle Fahrer sind fertig. Und hier kommt die Überraschung. Michael Bolt gewinnt vor Mirko Salmi, meine Damen und Herren. Mirko gewinnt hier mal kein Rennen und fährt auch nur gerade so 28 Runden. Der Kirsche wohl doch besser als der Hot Bodies. Wir werden es gleich erfahren, je nachdem. Was er beim nächsten Mal fährt. Auf 3 haben wir Yasunaka, Dimitri auf 4, meine Wenigkeit auf 5, Bruno auf 6, Takashita wird 7, Fluent auf 8, Yamayama auf 9 und Perry auf der 10. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück. Und ja, heute bin ich mal nicht mit am Start. Da war ich, wo war denn das? Da konnte ich zumindest nicht. Da war ich irgendwie weg und keine Zeit mit Fahren, irgendwas war. Allerdings haben wir so, mein Vater ist auch nicht gefahren. Boah, der war letzte Woche, glaube ich, auch schon nicht dabei. Also der ist 3 Wochen oder 4 nicht gefahren. Allerdings haben wir jetzt viele neue Gesichter mit dabei, aber auch viele Gesichter, die schon ein Gesicht mit dabei, was woanders gefahren ist und was jetzt mit fährt. Worüber, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht wieder los und wir schauen mal hinein, wen wir mit dabei haben. Und wir haben hier gerade im Bild den Mirko Salmi und wie ich eben schon gesagt habe, wir schauen mal, was er jetzt fährt. Und schauen uns dann das Ergebnis an. Also, er fährt hier jetzt zumindest schon mal den Kiosho wieder. Dann haben wir Michael Bolt mit dabei. Guter Vergleich mit seinem Intercept. Dann haben wir Fluent mit dabei mit einem Intercept. Momentan sogar auf der 3. Dann haben wir den Bruno mit dabei mit einem Intercept. Ja, Sunaka mit dabei mit einem X-Ray. Momentan X-Ray-Fahrer, ne? Nicht mehr Intercept, ne? Sondern jetzt fährt der X-Ray. Okay. Dimitri Butria mit einem Intercept dabei. Takashita mit ebenfalls mit einem X-Ray. Dann haben wir jemand Neues. Saputra mit einem X-Ray. Dann haben wir Jimmy Flagg hier mit dabei. Und wir fahren nicht oval. Okay. Da hatte Jimmy aber viel Zeit. Er ist unterwegs, natürlich mit einem Intercept, wie gewohnt. Und fährt hier einfach mal in die Top 10. Freut mich. Wen haben wir noch mit dabei? F-Punkt mit einem X-Ray. Oh, hier mein Design. Mit weiß, aber fährt schwarze Felgen. Das ist doch schon mal was anderes. Genau, das sind hier die Teilnehmer in dieser Woche gewesen. Die Hälfte der Fahrzeit ist auch schon um. Und wir schauen mal, was Mirko jetzt hier so macht. Bisher langsamste Runde 11-0. War jetzt eine 11-1 von Mirko als Slowest Lap. Für manche ist das die schnellste Runde, also Fastest Lap. Nur 2 Minuten haben wir jetzt noch stehen, also 2 minutes to go, 2 minutes left. Reihenfolge momentan: Mirko auf 1 von Michael, Dimitri auf 3, Bruno auf 4, Naka auf 5, Fluent auf der 6, Takashita auf 7,
Sariputra auf 8, Jimmy Fleck auf 9 und F-Punkt auf der 10. So momentan die Reihenfolge. Und wir haben jetzt noch eine Minute auf der Uhr, Moment to go. Und bisher langsamste Runde von Mirko Salmi, eine 11.188. Schnellste Rennrunde auch gefahren von Mirko, 10.828. Michael Boll 10.916, Dimitri 10.958, Bruno 10.866, richtig fast hier von Bruno. Yasunaka 10.974, Florent 10.920, Takashita 11.018, Saputra 11.078, Jimmy Fleck 11.024 und F-Punkt 11.018. Ah ne, ist Takashita. F.11098. So. Guck mal hier. Zu Bruno. Dimitri Bruno fertig. Florent fertig. Takashita fertig. Sparta fertig. Jimmy Fleck fertig. Mirko fertig. Michel Boll fertig, alle Fahrer fertig. Und das Endergebnis haben wir hier. Also Mirko fährt hier wieder mit seinem Kioscho und siegt mit 6 Zehnteln vor Michel Boll. Dimitri auf 3, Bruno 4, Naka auf 5, Florent auf 6, Takashita 7, Saputra auf 8, F-Punkt auf 9 und Jimmy Fleck fährt sich in die Top 10 mit dem 10. Platz. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder zum nächsten Wochenevent. Also, bis gleich. So, wir sind wieder da. Ich hatte jetzt eine kleine Essenspause gemacht und es kann sein, dass ich zwischendurch mal huste. Ich habe mich eben irgendwie ein bisschen verschluckt. Irgendwie. Bah. Weiß ich nicht. Nicht so geil gerade. Ja. Wieder andersrum. Und ja. Hier ein paar andere Gesichter wieder mit dabei. Aber auch nur 1, 2. Und ja, ich würde sagen, wir schauen einmal hinein, wen wir schon alles mit dabei haben. Wir haben Mirko Salmi gerade hier im Bild. Mit einem Kioscho ist er natürlich unterwegs. Dann haben wir Michel Boll mit einem Intercept am Start. Genauso wie auch Yasunaka, allerdings mit einem Mixray und nicht mit einem Intercept. Und dann haben wir meine Wenigkeit mit einem Intercept am Start. Dimitri Butria mit dabei, auch mit einem Intercept. Und dann haben wir Victor Smith ebenfalls mit einem Intercept am Start. Dann haben wir Apo und Takashita mit dabei. Oh. Alter. Apo und Takashita mit dabei mit einem Mixray. Dann haben wir wen Neues hier mit in den Top 10. X-Ray nennt er sich. Und ist so nicht mal mit Mixray unterwegs, sondern mit einem Intercept. Dann haben wir Bruno wieder mit dabei, mit einem Intercept. Andrea Novati mit einem Mixray. Das waren auch schon alle eigentlich. Jetzt mal hier die Kameraperspektive. Mm.
meiner Wenigkeit Bruno und Michael. Gehen auf Bruno, der ist in der Mitte von den dreien. Dann haben wir jetzt noch 2 Minuten zu fahren. 2 minutes to go. Reihenfolge momentan Mirko auf 1, Michael auf 2, Naka 3, Dimitri 4, Mannigkeit auf der 5, Takashita auf 6, Bruno 7, X-Ray 8, Novati auf 9 und Victor Smeed auf der 10. 1:30 auch noch zu fahren. Michael kommt hier gerade an mich heran gefahren. Ach so, ups. Wir haben nur noch 45 Sekunden auf der Uhr. Schauen eben mal schnell auf die schnellsten Rennrunden. Gefahren von Mirko 10.8.4.8. Michael 10.9.3.0. Nakam 11.0.0. Dimitri 11.0.4.8. Mannigkeit 10.9.9.6. Takashita 11.0.6.4. Bruno 11.0.8.2. Victor 11.0.0. Novati 11.178, Bruno haben wir gehabt, X-Ray 11.110, Takashita 11.064, blablabla, schon, so die Fastest Laps, wow, Victor da mit einem Überschlag, und alle Fahrer sind fertig, gewonnen hat der Mirko Salmi von Michael Boll. Dimitri auf 3, Naka auf 4, meine Wenigkeit auf der 5. Takashita auf 6, Bruno 7, X-Ray auf 8, Victor Smeed auf 9 und Andrea Novati auf der 10. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Ne, morgen sehen wir uns erst wieder. Von daher würde ich sagen, tschüss und bis morgen.